Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Doom 3. Ein neues Projekt auf meinem Kanal, ja. Neues Projekt, das Spiel ist doch voll alt, Semi. Ja, richtig, aber ich hab's tatsächlich Schande über mein Haupt nie durchgespielt. Und ich will endlich mal mitreden, wenn alle Leute immer in Erinnerung schwelgen über Doom 3. Den ersten Teil kenne ich, den zweiten Teil kenne ich, Ultimate Doom, Fatal Doom, End Doom, alles kenne ich. Con Doom kenne ich auch, aber Doom 3... habe ich tatsächlich immer nur bis zu einer einzigen Scheißstelle gespielt. Das glaube ich 12, 13 Mal und habe da jedes Mal ausgemacht und habe einfach nicht weiter gespielt. Das Spiel ist übrigens von 2004. Man informiert sich immer vorher, Semi. Und ist natürlich von ID Software bzw. id Software oder wie auch immer man das aussprechen will. Ja, Doom 3 spielt auf dem Mars. Ach komm, hey, was erzähle ich eigentlich? Doom kennt doch eigentlich jeder. Wir machen hier natürlich ein neues Spiel, Rekrut, weil ich nicht sonderlich gut bin. Und dann sind wir auch schon im Loading Screen. Mit den Ladezeiten ist ein bisschen länger übrigens in diesem Spiel, deswegen kann es sein, dass ich das manchmal einfach schneide, damit ihr da nicht Ewigkeiten auf Bildschirm, einem Ladebildschirm zuguckt. Wir sitzen jetzt aber hier voller Vorfreude und warten auf die Intro-Sequenz. The Union Aerospace Corporation is the largest corporate entity in existence. Originally focused on weapon and defense contracts, new ventures have expanded into biological research, space exploration, and other scientific endeavors. With unlimited funds and the ability to engage in research outside of moral and legal obligations, the UAC controls the most advanced technology ever conceived. Incoming transport detected. Mars approach, Dark Star with you, 07063, passing through 38,000. Roger, Dark Star, descend to 2,000, set speed, contact ground on 26972. Roger that, Tower. We have them on radar, sir. They'll be landing in a few moments. Excellent. See that Counselor Swan is sent directly to me. Yes, sir. Tower, Dark Star on final. We've got you, Dark Star. You are set for lockdown. Welcome back. Ja, Leute, und damit sind wir auf dem Mars gelandet. Mit diesem richtig schönen Raumschiff. Erinnert mich so ein bisschen an Matrix. Na, dieses komische Raumschiff, mit dem die rumfliegen. Man sieht natürlich auf den ersten Blick, manche Texturen sind wirklich sehr, sehr matschig. Wenn man näher rangeht, dann sieht man auch, dass die Texturen gar nicht darauf ausgelegt waren, jemals in einem 16:9 Format zu sein, so wie es jetzt hier ist. Durch ein Skript übrigens habe ich das eingestellt. Wer da Fragen hat, den schreibe ich das gerne in die Kommentare, wie man das macht. Musste mich da selber erstmal informieren. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind jetzt hier im Mars City Hangar und müssen jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Welcome to Mars. All new arrivals need to check in at reception. If you're looking for someone to help you, just head to reception. So, wir sollen uns also in der Rezeption melden. Welcome to Mars City. Union Aerospace's premier research facility. To expedite your processing, please proceed directly to reception. Wir spielen hier übrigens die original US-Verkaufsversion. Ich habe mir natürlich damals, als Doom 3 rauskam, habe ich mir gleich das erste geschnappt, was ich finden konnte. Und deswegen spielen wir hier, wie gesagt, die original US-Verkaufsversion, ist natürlich 100% uncut.
Also wer ein leichtes Gemüt hat, sollte hier sowieso nicht zugucken, denn hier wird's öfters mal ein bisschen blutig. Und schrecklich. Okay. Kein Problem. Wir sollen uns hier hinstellen, er will einen Bioscan von uns machen. Danke. On behalf of the UAC, welcome to Mars City. This facility serves as the central hub for all scientific research, archaeological studies and military. Wir sind ja also auf einer Forschungsstation auf dem Mars übrigens vom UAC, so heißt das ganze Teil. Hier können wir uns Kalender-Events holen auf unseren PDA, den wir aber noch nicht haben. Deswegen würde ich mal sagen, ohne Umschweife gehen wir jetzt direkt hier hin. Zur Rezeption. Okay, es gibt ein paar Dinge, die wir zuerst erklären müssen. Das ist dein persönlicher Datenassistent. Du brauchst das, um alle sicheren Bereiche zu öffnen. Wenn du Clearance für alle Sicherheitszonen bekommst, wird es download direkt. Es ist wichtig. So don't lose it. I see here that Sergeant Kelly has requested your immediate attention. Head directly to Marine Command. It's just that way. Follow the signs. Ja. Ist natürlich alles auf Englisch. Die ganzen Texte sind auf Englisch. Ich werde euch aber auch sowieso, selbst wenn alles auf Deutsch wäre, nicht mit den ganzen Texten langweilen, denn ich habe mir tatsächlich mal damals alle Texte durchgelesen, jedenfalls so weit, wie ich gespielt habe. Und, ja, ist ein Haufen Blabla, ein paar schlechte Witze sind bei, das muss man schon sagen, da hat man sich schon Mühe gegeben. Aber so interessant ist es nicht. Wichtig sind immer bloß, dass wir da manchmal Informationen bekommen über, ja, sogenannte Logboxen, wo man Passwörter eingeben muss, aber das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, unser PDA. So. Speak with Sergeant Kelly in Marine Command HQ. Wir sollen also ins Marine Hauptquartier. Mars City is a smoke-free facility. Please smoke only in designated areas. Thank you for your cooperation. Shit, hier darf man nicht rauchen. I'm here because there seems to be some very serious problems. Oh really? Do I need to remind you of the groundbreaking work that we're doing here? No. But I've been authorized by the board to look at everything. The board authorized you? The board doesn't know the first thing about science. All they want is something to make them more money, some product. Don't worry, they'll get their product. After how many accidents? Tell me, Dr. Betruger, why are so many workers spooked, complaining, requesting transfers off Mars? They simply can't handle life here. They're exhausted and overworked. If I had a larger, more competent staff and bigger budget, even these few accidents could have been avoided. I'm afraid you'll get nothing more until my report is filed with the board. I will need full access, Dr. Betruger, Delta included. I won't have any difficulties doing that, will I? Only if you get lost, Swan. Just stay out of my way. Amazing things will happen here soon. You just wait. Let's go. Also die beiden, der Typ mit der Brille und der andere, die sind wohl von irgendeinem höheren, von irgendeiner höheren Einrichtung und sollen hier checken, was hier los ist, weil hier wohl viele, viele Unfälle passiert sind in letzter Zeit. Und er sagt, ja, die werden schon noch bekommen, was sie suchen. Das wird hier demnächst alles noch passieren. Monorail Station, ich glaube nicht, dass wir da lang müssen. Wir gehen mal hier hinten lang. Marine Hauptquartier suchen wir ja. Übrigens die Grafik, und das finde ich nämlich an dem Spiel so krass, das Spiel ist eine ganze Ecke alt, aber kann sich immer noch sehen lassen, meiner Meinung nach. Excuse me. Ja, ja, kein Problem, Mr. Washington. Hier übrigens jetzt ein kleiner Funny Fact, ein kleiner Insider für später mal, für spätere Folgen. Das ist die Stelle, bis wohin ich gespielt habe. Damals war ja die Grafik, das war ja up-to-date, man, sowas hast du vorher noch nie gesehen, ne? Und,
Da hat mich so gegruselt und an der Stelle passiert nämlich was ziemlich Lustiges, in Anführungszeichen. Und dann habe ich einfach keinen Bock gehabt mehr zu spielen. Hier haben wir ein PDA. Hier haben wir ein kleines Spiel, was übrigens ein bisschen Doom verarscht. Hier kann man Hühner verkloppen. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Super Turbo Turkey Puncher 3. War jetzt auch super flüssig vorgelesen. Von Napcon. Ah, geil. Sind wahrscheinlich nur Sachen, die man versteht, wenn man schon ein bisschen älter ist. Hier geht's auch nicht lang. Operations Marine Command, da wollen wir hin. Keine Sorge Leute, es wird nicht so gechillt bleiben hier die ganze Zeit. Es wird relativ schnell... Okay. Es wird relativ schnell sehr, sehr ungemütlich werden. Und da haben wir schon das Marine Hauptquartier. Hohoho, guckt euch mal diese fette Knarre an. Took your sweet time, Marine. Now, here's the situation. Another member of the science team's gone missing. Since you're the ranking FNG, you get to find him. I want you to check out the old decommissioned comm facility. We heard he might be heading that way. The only way there is through the service passage under Mars City. I programmed this sentry to guide you to the maintenance elevator. I hope you follow the sentry better than you followed orders so far. You pick up some gear at the security checkpoint at the bottom of the elevator. Oh, and when you find him, just bring him back. Do not hurt him. Now move out. Also ist schon wieder irgendein Wissenschaftler verloren gegangen. Wie sollen wir ihn jetzt suchen gehen? Das kleine Vieh hier ist so programmiert, dass es uns jetzt erstmal zum Fahrstuhl bringt. Schon spooky zum Teil. See your service branch director for more details. Did you hear what Carter said? No. What? He said that he saw some strange... Boah, ich bin innerlich total aufgewühlt, freue mich richtig riesig auf dieses Let's Play. Habe ich ja schon eine ganze Weile, ich habe eigentlich bloß noch gewartet, bis wir endlich anfangen können. Und jetzt geht's endlich los. Doom 3. Ey, nach all den Jahren, wie lang... Das sind 10 Jahre! 10 Jahre habe ich darauf gewartet, dieses Spiel endlich mal zu Ende zu spielen. Das wird geil. Ja, und hier können wir übrigens, könnt ihr sehen, so eine Container. Wie gesagt, Supplies-Container. Ich sag immer Lockboxen dazu und da können wir hier quasi einen Code eingeben. Und meistens findet sich nämlich dieser Code irgendwo in den User-E-Mails von irgendwelchen Leuten. Hier jetzt erstmal nicht so. Naja, aber noch brauchen wir es ja auch nicht. Deswegen soll uns das nicht stören. Wir gehen hier erstmal in den Fahrstuhl und dann gucken wir, wo wir da hinkommen. Welcome to the dungeon, Marine. Most unexciting place on Mars. I'm gonna need you to grab some armor and secure your pistol before I can pass you through security. Okay, grab your gear. Okay, wir sollen uns hier eine Rüstung nehmen und eine Waffe und alles. Now you're ready for combat. Let me do a radio test. Vorher kann er uns nicht durchlassen. MarsSec radio check. Excellent. Good signal. Ich höre dich auch gut. Looks like you've been assigned the decommissioned comm facility. Just follow the main passage through the underground junction and straight out. You'll have a quick evac. And what better way to see the Martian surface than to run across it? Okay, you're all set. Oh yeah, keep in mind, civilians are working down here. Don't get excited and shoot any. Und was ihr euch hier übrigens gewöhnen müsst, ist, dass das Spiel dunkel ist.
Wir spielen hier, wie gesagt, die Original-US-Version, nicht die BFG-Version. Das dürft ihr nicht verwechseln, denn die BFG-Version ist quasi die weichgespülte Version, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn da ist es nicht so, dass du entweder eine Taschenlampe oder eine Pistole in der Hand hast, sondern die Taschenlampe klebt dir quasi auf der Schulter. Hier ist es noch so, dass wenn du Licht willst, musst du deine Waffe wegstecken. Hey! You're looking for the scientist, right? Ja. I'm not sure you want to find him. You see, never mind. Also er hat uns gerade gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob wir wirklich den Wissenschaftler finden wollen. In dem Spiel übrigens kein Bloody Screen oder so ein Scheiß. Hier ist noch alles richtig mit Medikit. Oh, ich mach mal hier das Licht aus. Das sieht doch hammergeil aus. Wenn ihr euch überlegt, 2004, Alter. Das war eins der ersten Spiele, das richtig heftig mit diesen ganzen Lichteffekten gespielt hat. Und für 2004 sieht das einfach super geil aus. Das Gameplay selber war damals sogar schon veraltet. Aber das hat gar nicht gestört, denn es war Doom. Ey, es war Doom. So, und jetzt wurde uns sogar eingeblendet, dass wir hier manchmal irgendwelche Codes finden können. Hier, Update Security Code ist natürlich für das erste Mal, ist es ganz, ganz simpel gemacht. 531, mehr werde ich euch auch immer nicht vorlesen. 531, denn wir wollen ja hier irgendwie ein bisschen ballern und so. Ne? Und die Story, die werde ich euch schon so weit, wie es interessant ist, werde ich euch das immer schön auf Deutsch übersetzen. Für die, die des Englischen nicht mächtig sind, ist ja alles gar kein Problem. Ne, ich kann ja zum Beispiel auch kein Russisch. Everyone's already on edge down here with all the strange things that have been going on. Er hat sich jetzt gerade nur ein bisschen beschwert, dass wir uns angeschlichen haben. Oh. Hier ist gerade das Licht ausgegangen. Stromausfall. Da wird uns natürlich beigebracht, dass wir eine Taschenlampe haben. Und wie gesagt, ey, Leute, ich kann das Spiel übrigens so hell drehen, wie ich will. Es ist trotzdem so dunkel. Das Einzige, was sich ändert, ist, wie hell die Lichtquellen selber sind. Also wir müssen da durch. Wir können das Spiel uns nicht einfacher machen. Das sind schon die ersten merkwürdigen Geräusche im Hintergrund. Okay, er hat uns gerade bloß erzählt, dass wir jetzt auf die Oberfläche des Mars müssen. Aber wohl genügend Sauerstoff haben, um da einmal locker durchzukommen. Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's dann richtig los mit Doom 3, denn lange dauert's nicht mehr, dann geht hier die Scheiße aber so richtig los. Ich bin mächtig gespannt drauf. Ich hoffe natürlich, ihr habt da auch so viel Spaß dran und so viel Bock drauf. Bis zur nächsten Folge Doom 3. Macht's gut.